Genau. Das schreibe ich aber für die Patreon-User auf der Patreon-Seite noch eine längere Erklärung zu, damit ihr das wisst. Und wie gesagt, es gibt auf jeden Fall eine Cool-Off. Also ich sage nicht, hey, morgen ist es vorbei, sondern das wird euch gegenüber fair laufen. Nämlich alle, die da das Perk noch haben, kriegen natürlich auch noch das, was das Perk sagt. Sonst wäre das ja unfair. Genau, der Thorsten ist zum Beispiel einer von denen, die noch... Oh, Thorsten, ich könnte jetzt spoilern, sogar noch zwei Karten von mir kriegen, weil es gibt auch eine zum Geburtstag. Und das hätte ich unfair gefunden. Das ist nicht fair. Aber dann ist Feierabend mit Patreon. So, genug über Patreon gesprochen. Jetzt sprechen wir über Wir landen Raumschiffe. Zack. Zack. Also eine Sache, die wir auf jeden Fall noch an dem Ding einstellen müssen, sind die. Wie ist das? RCS Thruster Blocks, also die Actuation Toggles davon. Und ja. Die sollen beim Lenken nicht mitarbeiten. Das finde ich ein bisschen doof. Schwupp. Diese blöde Zeitumstellung. Nee, KZ, du hast nichts falsch gemacht. Ich habe einfach nur eher angefangen. Um 14:15 Uhr. Du hast nichts falsch gemacht. Man kann dir nichts vorwerfen. Twitch lässt sich nicht per PayPal bezahlen. Also Twitch? Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine. Meine. Also ich habe selber auch Twitch-Abos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die mit PayPal gemacht habe. Oder war es über Amazon? Nee, ich glaube über PayPal. Ja, du hast eine Stunde verpasst. Aber. Also Mimir, wie gesagt, ich bin mir auch. Ich habe selber auch Abos. Also ich habe ja mein monatliches Abo beim Emojack, das mache ich über Twitch Prime. Das ist ja schon mal der schöne Nebeneffekt, dass man als Amazon Prime-User da noch die Möglichkeit hat, also Kosten, also erstmal generell werbefrei zu gucken und einem Streamer kostenlos, also für einen selbst kostenlos, ein Abo dazulassen. Das kriegt von mir immer der Emojack jeden Monat, ich glaube seit 4 Monaten. Und mittlerweile hat er sogar noch ein echtes Abo oben drüber. Vielleicht habe ich Emo auch zu oft abonniert, dann muss ich nochmal drüber nachdenken. Genau, und irgendwann habe ich ihn mal ein echtes Abo dagelassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit PayPal ging. Ziemlich sicher. Also ja, die Bits mache ich auch über Kreditkarte. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie anders macht. Müsste aber auch über normale Amazon-Bezahlmethode. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht so der Superprofi drin. Jetzt bremse ich aber mal. Yay, bremsen. So. Also, wir senken jetzt mal unsere liebe Periapsis auf ein Niveau, dass wir auf jeden Fall eine schöne Landung hinbekommen. Ah, lass mal noch ein bisschen höher gehen. 2 Kilometer tun nicht weh. Das kann man schon mal machen. Ja, diese tausender Nummern, da habe ich mir schon mal böse ins eigene Fleisch mitgeschnitten. Beziehungsweise ins Fleisch von Fischkopfkörmen. Möge er in Frieden ruhen. Ich möchte übrigens nochmal sagen, dass das jetzt der 28. Hardcore Kerbal Colonization Livestream ist. Und es ist jetzt ein Kerbal gestorben. Es ist. Dies hier ist das mit Abstand sicherste Raumprogramm seit der Erfindung des Raumprogramms, möchte ich nur mal. Ne? Fragt mal die Amerikaner, fragt mal die Russen, wie viele Livestreams die gemacht haben, bevor der erste draufgegangen ist. Stimmt, Emojack kann man tatsächlich nicht so oft abonnieren. Ja, und Spenden über Streamlabs heißt das, ne? Gehen auch über PayPal, also da müsst ihr euch auch keinen Kopf machen. Und. Wenn ihr sagt, ihr wollt gar nicht spenden oder ihr habt kein PayPal und Dings, das ist auch total okay. Dann guckt einfach zu, nehmt am Chat teil, habt Spaß. Außer, dass ich die Werbung für euch nicht ausschalten kann auf Twitch, entstehen euch keine Nachteile dadurch. Ihr seid, ja doch, das Smiley, das supergeile Kerbel-Smiley, aber ist ein weicher Nachteil, hoffe ich zumindest. So, Fallschirm ist scharf. Monopropellant ist nicht ganz alle, ist aber auch nicht so wild. Wir deployen schon mal unsere Airbrakes, damit die so zeitig wie möglich auch einen Effekt haben und gehen runter zurück nach Kerbin, natürlich mal wieder im Dunkeln. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut drauf.
So. Hast du den Space Talk nicht retten können? Nee, ich habe den Stream ausfallen lassen. Ich bin an dem Tag sehr spät von der Arbeit gekommen, war dann echt Knülle und habe mich ins Bett geschmissen. Das heißt, der Space Truck ist noch zu retten. Habe ich den Space Truck nicht gerettet bekommen? Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich bekomme ich den Space Truck gerettet. Das dauert nur ungefähr 35 Folgen und es wird ein Ingenieur währenddessen von irgendeinem Landeminer erschlagen. Aber ansonsten steht das überhaupt nicht zur Diskussion, ob ich den Space Truck retten kann oder nicht. Also nein, ist noch nicht passiert, hast du auch noch nicht verpasst. Sonst hätte ich es auch schon veröffentlicht. Also alles ist gut. So, ich glaube, das können wir erstmal zeitraffern. So, und jetzt drehe ich euch mal wieder das Licht ein bisschen hoch. So, ist glaube ich ganz okay. Here we go! Schöner, heißer Wiedereintritt. Oh ja, 10 Rettungsmissionen nicht zu vergessen. Das stimmt. Wobei die nur bis in Orbit gehen. Die gehen schneller, als wenn man nach Duna fliegt. Apropos nach Duna fliegen. Ach, habe ich schon drin. Ein Jahr, 424 Tage fürs nächste Startfenster. 276 Tage naiv. Und aus irgendwelchen ambitionierten Gründen habe ich sogar schon ein Joule-Startfenster drin. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Antenne schon habe. Naja, gucken kann man ja mal. Versuch macht immer klug. Und ich bin ganz sicher, dass wir zumindest, wenn ich mal so gucke, bis wir die Mission to Duna am Kragen haben, auf jeden Fall die Betankungsnummer auf Minmus sauber gelaufen haben. Da bin ich guter Dinge, dass wir da heute große Fortschritte machen werden. Und da müssen wir mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass hier auch ein bisschen Wissenschaft bei rumkommt. Hier kommt hoffentlich auch ein bisschen Wissenschaft bei rum. Hier kommt hoffentlich eine ganze Menge Wissenschaftspunkte bei rum. Sieht doch gut aus hier, die Kapsel. K-L-U-K. Ja. Genau. Habe ich nicht eine Stage gelandet? Potenziell. Aber sie ist weder zerstört noch. Wahrscheinlich muss die einmal im geladenen Zustand oder sowas. Ist die immer noch da oben? Nee, oder? Das wäre ja lustig, wenn die da immer noch rumdüdelt. Na gut. Okay, durchs Schlimmste sind wir durch. Jetzt wird die Kapsel wieder instabil. Das hatten wir ja auch beim ersten Testflug schon gesehen. Das ist aber nicht so wild, dass sie das jetzt macht. Im Gegenteil, das müsste eigentlich sogar dafür sorgen. Nee, tut es nicht. Ich hätte gedacht, dass sie dann so ein bisschen zu einem Lifting-Body wird und sich wieder hochdrückt. Tut sie aber nicht. Tut sie nicht, aber im Großen und Ganzen ist alles gut. Zack, die Dinger können wir jetzt auch ausmachen. Brauchen wir nicht mehr. So, bremst schön vor sich hin. RCS können wir auch ausmachen. Und ja, genau. Neo sagt es schon. Re-Entry Particle Effects ist auch in der Modliste mit drin, die ich benutze. So, wo kommen wir dann runter? Schönes. Das sieht sogar mal so aus, als ob wir nicht ins Wasser platschen. Okay, also Luis zweiter Testflug, oder Luis hat einige Testflüge hinter sich, aber der zweite mit unserem Falcon 9 Nachbauprodukt. Nach Bauplänen von Alan Kerman. Wo sind die Luftbremsen hin? Die habe ich eingefahren, weil sich das jetzt erledigt hatte. Die Fallschirme machen gleich den Rest. Die Kapsel versucht retrograde zu halten. So, da sind unsere Fallschirme. Das sieht alles gut aus. Und bei 2 Kilometern machen die
auf. Wenn du meine Modliste nicht nur anschauen, sondern sogar vielleicht runterladen und selber installieren willst, Tipp, dann gib einfach mal Ausrufezeichen HKK2 ein, als ein Botbefehl. Der gibt dir dann einen Link raus. Und damit kannst du dann selber über Ccan das Modpack so installieren. Also einfach mit dem Befehl Ausrufezeichen, nee, nicht mehr Ausrufezeichen Ccan, das hat sich geändert, sondern Ausrufezeichen HKK2 gibt euch HKK2, die 2 ist elementar wichtig dahinter, gibt euch die Modliste von Hardcore Kerbal und Ausrufezeichen, ich glaube RSS, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Ccan-File für Real Solar System sein. So, wann war eigentlich der Startmorgen von SpaceX? Wenn ich es richtig umgerechnet habe, ist der Start um 20:30 Uhr unserer Zeit. Das heißt, der Stream wird um 20 Uhr mit einem Pre-Warm und einem leckeren Bierchen, vermute ich mal, starten. Und dann gucken wir uns mal an, was sie da so verbrochen haben, ne? So, bremsen wir mal noch ein bisschen. So gut es geht, damit wir nicht ganz so hart aufschlagen. Und aus. Und fertig. Und nicht mal das Hitzeschild ist kaputt gegangen. Ist das nicht schön? Recover Vessel. So. Ausrufezeichen Alt plus F4. Hallo Buckles, bitte troll doch die Leute nicht. So. Wollte ich für RSS nicht ein gepacktes File mit deinen Mods in die Dropbox werfen? Wollte ich das? Gibt es einen Grund dafür, warum ich das wollte? Ist halt echt groß, ne? Ich glaube, so viel Platz habe ich gar nicht in meiner Dropbox. Oh, das ist fies hell. Ich schraub mal die Sonne runter. Also, falls ich das wollte, habe ich das verdrängt. Nicht mit Absicht, sondern weil ich ein alter, vergesslicher Mann bin. So. Nö, aber das geht doch, glaube ich, über die Ccan-Files eigentlich ganz gut. Also wenn man sie zwei, dreimal durchlaufen lässt, bei den Modpacks hat man ja dann auch alles. So. Gut, wie machen wir weiter? Also, mein Vorschlag wäre zur Güte jetzt zu sagen, wir gucken mal in die Mission rein. Also, aktiv haben wir noch ein Orbital Survey of Minmus. Das müssen wir auch irgendwann mal erledigen. Magnetic Field Environments around Luna. Das erledigen wir hoffentlich irgendwann auch mal. Bla. Das weiß ich noch nicht, warum das nicht so richtig funktioniert. Ob man da einen Ohrtank braucht oder sowas. Wir sparen gerade. Also ich wandle gerade das Ohr nicht um. Und wir probieren mal 1000 Ohr zu ergaunern und zu gucken, ob das funktioniert. Luna Probes ist unterwegs. Explore Duna ist unterwegs. Saw Life Support Expansion for Moonbase Bravo. Da habe ich mich irgendwie dumm verklickt. Science Data from Space Around Minmus. Den würde ich doch glatt mal mitnehmen. Da wollen wir jetzt eh hin. Zack. Ah, gucke mal. Ein Tourist. Ein Tourist. Oh, die können nicht EVAen. Das heißt, wir brauchen einen Weg, um ihn anzudocken. Können wir wahrscheinlich noch nicht jetzt annehmen, aber im Hinterkopf behalten, dass wir da noch einen Dockingport anbauen müssen für Touristenmissionen scheinbar. Okay. Gut. Gut zu wissen. Gut, dann arbeiten wir erstmal damit. Sehr schön. Ich soll mal über meine linke Schulter gucken. Ich glaube, es ist meine, wenn ich hier hingucke, das ist meine linke Schulter. Ich glaube, es ist falsch rum, oder? Oder ist es korrekt? Oder meinst du ihn? Ihn hier? Dem habe ich gesagt, er soll still sitzen, damit er den Stream nicht stört. Bisher hält er sich da sehr konsequent dran. Okay, also, wir brauchen als allererstes eine Erweiterung für unsere Raumstation
um Minmus. Die gucken wir uns, also ich springe da jetzt gerade mal hin, dass wir uns die mal angucken und das konzeptionieren, wie wir das machen wollen, mit richtigen Docking-Ports und so weiter. Also ihr dürft da jetzt gerne beratend zur Seite stehen. Und zwar, was ich jetzt hinzufügen möchte, ist ein Modul, was auf jeden Fall die Tankkapazitäten zur Verfügung stellt. Das heißt, wir werden eine Art Docking-Node zur Verfügung stellen müssen, an dem wir ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Raumschiffe andocken können. Und wir müssen da drin Sprit speichern. So, das sind so die Vorgaben, sag ich mal. Oh, hier habe ich noch die hässlichen Tröten dran. Ich bin ja jetzt dank User-Hinweis auf die hübschen RCS-Dinger umgestiegen. So. Hier läuft es aber eigentlich ganz gut, oder? Oh ja, Essen bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, wir recyceln aber bisher nur. Wir stellen noch nicht her. Genau, hier sind wir aber tatsächlich nur am Recyceln, dafür aber mit einem sehr guten Live-Support-Mod, was das, also Live-Support-Modul, was das komplett abdeckt. Und wir haben 246 Tage ungefähr Zeit. Das heißt, wir könnten hier auch noch die Habitation ein bisschen hochschrauben und wir haben ein bisschen zumindest, ein bisschen Science-Betrieb, wenn der auch nicht gerade grandios ist. Okay. Docking über flexible Ports, also die Surface Station. Jo, das könnte man auch machen. Ah, hier hinten haben wir einen Construction Docking Port. Das heißt, hier könnten wir eigentlich ansetzen. Oh, guck mal, hier war ich sogar schon so smart, eine Relay-Antenne mitzunehmen. Die 15 Giga schafft. Theo und Igruschka sitzen hier vorne. Alles klar. Theo, können wir eigentlich auch mal. Tobs ist hoffentlich da hinten drin. Ja. Okay. Also so sieht das ganz gut aus. Das wäre übrigens mal so ein Batterieblock, den wir, glaube ich, an die andere Station bringen könnten. Die 6K hochskaliert. Genau, also die Überlegung wäre jetzt eigentlich hier hinten weiterzumachen. Dass wir hier eine Art Docking-Node oder sowas hinbauen und Ausleger, um zu docken. In vielleicht vier Richtungen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und dann hinten einen Tank. Ein Tank, der Liquid Fuel halten kann. Oh Gott, ich habe einen Schlaganfall. Ich habe das Wort vergessen. Hier ist es nicht mit drin. Ihr wisst schon. Oxidizer. Jetzt ist es wieder da. Und Monopropellant. Das wäre so der Plan. Hallo auch an den lieben Explodot und natürlich auch an alle, die sich zwischendurch noch reingeschlichen haben. Und ich habe es bestimmt wieder nicht mitbekommen. Genau, nochmal ein kleiner Hinweis. Das hier läuft, bis wir es voll haben. Bis wir es voll haben. Das ist der Countdown in Richtung der 1000 Follower. Wenn die 29 fällt, fällt der neue Follower-Rekord, gut, dass jeder Rekord ist, also der runde Follower-Rekord 1000. Und dann überlege ich mir ein neues Ziel. So, genau. Mit dem Construction Port hier auf jeden Fall können wir es zusammen docken. Okay, und dann ist das der Ansatzpunkt. Also, wir müssen auf jeden Fall über einen Construction Port gehen. Und wir könnten noch gucken, ob wir irgendwas Habitation-mäßiges noch mitnehmen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da irgendwelche erkenntnistollen Teile habe für Raumstationen. Wir fangen jetzt einfach mal an zu basteln und fliegen es dann nach Minmus rüber, würde ich sagen. Mal schauen. Wir müssen mal gucken, ob wir dann die Falcon hinbekommen. Auch, aber jetzt geht es vor allen Dingen darum, genau. Thorsten schreibt es gerade, eine schöne Erweiterung. Ja, also ich fände es auch gut, wenn die nicht hässlich wäre. Ich kann mich da prinzipiell mit anfreunden, wenn wir hier eine gewisse Optik dahinter bekommen, um es mal so zu formulieren. Construction. So, also wir starten auf jeden Fall mit einem Construction Port. So. Genau.
Ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen Hub einzurichten. Das wäre die andere Möglichkeit, zu sagen, man nimmt einen Hub, um die Raumstation auch in verschiedene Richtungen ausbauen zu können. Könnte man natürlich auch machen. So, ich mache jetzt nochmal kurz simulationstechnisch. Sind wir ja auf, also das Ding, das ist jetzt nicht optisch so gemeint, wie es aussieht. Das ist nur, damit ich die richtige Größe habe. Also wir sind ja auf dieser Breite hier unterwegs. Genau, Experimente ist natürlich auch noch eine Option. So, aber das ist die Breite, auf die wir gehen müssen. Jetzt schauen wir mal. Nein, das ist nicht, was ich suche. Stack-Adaptoren sind es auch nicht. Die Trusses sind natürlich mal interessant, wenn wir Dinge verbinden wollen. Jetzt aber gerade nicht mein primäres Problem, weil ich erstmal. Space of a tunnel multitrans, but still fit in, not lose the rated and not another ball up. What? Ba, 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 ba. Tundra-Module habe ich, glaube ich, noch nicht. Oh doch, ich habe. Oh, ich habe einen fertigen Hub. Was soll das eigentlich? Ha. Okay, irgendwann habe ich wohl mal die Tundra-Module freigeschaltet. Ja gut, das wäre natürlich relativ einfach, dann zu sagen, hey, Freunde, warum sind die Docking-Ports plötzlich weg? Die waren doch eben noch da. Hallo? Warum tust du das? Eben sah das noch so aus, als ob man da. Ah ja. Nur noch Ports mit dran, alles klar. Ja, cool. Das macht es natürlich dann relativ einfach. Das sieht auch sehr raumstationig aus, muss ich sagen. Wobei ich tendenziell. Wenn wir das jetzt so verdengeln, passiert halt genau Folgendes. Ich zeige euch das mal kurz. Wenn ich dann Welding mache. Zwergulek! Vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen bei den Kommunen. Wenn das dann verschmelzen, sieht das so aus. Das ist natürlich auch nicht besonders schön. Da wäre jetzt die Frage, ob wir dann noch irgendwie einen Adapter dazwischen bekommen, um das optisch. Also, ich habe das nicht vor, das so hinzufliegen. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ich habe ja da oben irgendwie so ein Endstück. Das würde dann durch den Docking-Port verschmelzen und sieht. Kacke aus. So. Ah ja, Antwort gefunden. Ein Apater. Ne, ein Apater ist was anderes, Mikey. Die haben früher in Südafrika gewohnt und da schlimme Sachen gemacht. Du meinst sicherlich einen Adapter. So. Genau. Ja, so kann man noch mitarbeiten. Das heißt, das da kann weg. Das da kann auch erstmal weg. So, das heißt, unsere Konstruktion würde so ansetzen. Dann gibt es einen Dings und dann kommen da überall. Mir ist schon klar, dass du einen Adapter meintest. Alles gut, aber das hat so gut gepasst, das musste ich aufgreifen. Vertipper gehören dazu. So, und dann nehmen wir einfach Construction Ports an alle Seiten ran. Um das prinzipiell für Erweiterungen vorzubereiten. Zack. Schön. Das sieht optisch gut aus. Also, das Bauteil meine ich jetzt. Ich will mich gerade gar nicht selbst loben. Aber es sieht einfach tatsächlich schick aus, wie so ein echter Hub. Voll cool. Sehr schön. Die Station ist in weiß. Ja, die Station ist in weiß, genau. Ich weiß nicht, was.
die weitere Aussage dahinter ist. Oh! Inflatable Storage Module. Kann man dort rein zufällig so abgefahrenen Kram wie Treibstoff drin speichern? Das wäre ja total toll. Nah dran. Oh, ein Liquid Fuel. Okay, das macht wieder nur so Komplett-Sachen, ne? Okay. Schade. Ich hätte gerne einfach nur. Na gut, wir würden halt den Ohr-Slot freilassen. Der Rest ist grau, oder? Das sind alles so Stockparts, letzten Endes. Die müssten farbemäßig alle sehr gut zueinander passen eigentlich, weil der Rest ist ja zum Beispiel aus solchen Bauteilen hier gebaut. Oder aus dem Lab. Also ja, ein kleiner Unterschied ist da natürlich drin. Da stimme ich dir zu, aber ich finde es jetzt nicht, also ich persönlich finde es nicht so gravierend. Ich bin aber auch nicht so der Oberästhetiker, muss ich der Fairness halber dazu sagen. Ich bin, also ich finde, es ist okay. Es ist nah genug beieinander, sage ich jetzt mal. So. Es gibt auch einen Fuel Tank davon. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dort 5 Monate abgefahren. Da nähert sich jemand ganz drastisch dem halben Jahr. Beim halben Jahr mache ich so einen kleinen Tanz auf meinem Stuhl. Aber nur einen kleinen. Dankeschön. Viel Spaß auch weiterhin dir beim Zugucken. So, jemand behauptet, davon gibt es auch einen Fuel Tank, den ich einfach nur nicht habe, oder? Sechs Monate ein Tanz, aber nur so ein kleiner so auf dem Stuhl. Nicht Vollkörpertanz, das will keiner sehen. So, ja, wir könnten das natürlich so nehmen, dass wir sagen, hier zack, zack, Next Cargo, Next Cargo. Lalala, und einfach den nehmen mit Ohr mit dabei. Na komm. So. Das kann man dann aufblasen, vermute ich mal. Genau, ich habe gar keinen Unterkörper. Jetzt bin ich enttarnt worden. Ich guck mal bei der Logistikabteilung, ob wir hier noch was Schönes haben. Und hallo, Linux Guru Gamer. Hey, welcome. Inflatable. Das ist es noch nicht so. Wahrscheinlich hört er ab der Brust auf. Sehr schön, nein. Wir könnten natürlich sagen, wie groß ist denn der hier? Das ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Oh, da passt aber nicht viel rein, ne? Jengsan, Test bestanden. Was auch immer der Test war. Aber du hast ihn bestanden. Wir könnten das natürlich so tun. Und wir könnten das natürlich auch kombinieren, indem wir sagen, wir nehmen einen Adapter. Ups. Einen kleineren Adapter. Direkt schon mal mit. Und scalen das Ding hier hoch. Ich wusste, es hat einen Haken. Man kann es nicht scalen. Habe ich da schon was Größeres? Ne, das sieht auch doof aus. Ich glaube, dann ist doch aber der Ansatz eigentlich gar nicht so schlecht, den Inflatable Storage mitzunehmen.
Ein Dreieradapter wäre cool. Und dann mehrere Dinger mitnehmen. Tiny, tiny Mounts. Das wäre ja. Ein Tree Stack wäre das hier. Ich hoffe, das sind auch echte Haltegriffe, wo man sich wirklich festhalten kann. Ach so. Die Frage habe ich nicht mitbekommen. So, das wäre jetzt mal die Alternative. Mal gucken, wie das optisch so wirkt, wenn man hier drei Tanks ranfrickelt. Erhöht halt den Part-Count unheimlich, ne? Was in einer Raumstation wahrscheinlich gar nicht so der Wunsch ist. Was sollte man im normalen KSP beherrschen, bevor man sich die Modliste für HKK installiert? Also, ich würde mal zumindest so weit spielen, dass du eine Mondlandung schaffst, ohne dir selber die Finger abzubrechen. Wenn das dann klappt, modde, was du möchtest. Es ist immer Geschmackssache. Und also du kannst auch direkt mit der Modliste starten. Das erhöht halt wahrscheinlich nur den Frustfaktor. Aber du kannst die Tanks modifizieren. Was meinst du jetzt damit? Also ich. Ach so, dass ich, ja. Aber ich glaube, dass das Ding hier, das müsste man halt mal testen. Aber wir müssen das jetzt einmal ausprobieren, glaube ich. Hilft alles nix. So. Der alte Klassiker. Probe-Core drauf. Wahrscheinlich noch eine Batterie drauf, dass wir genug Zeit haben. Und dann probieren wir einfach erstmal kurz. So, kurzer Test. Ja. Wir gucken mal, was das hier bedeutet, wenn wir das Ding aufblasen, wie das eigentlich aussieht. Genau, das müssen wir jetzt einmal testen. Ich weiß es auch nicht. Eine Testblasung sozusagen. Ich hätte es jetzt nicht so genannt. Ich hätte jetzt einfach nur einen Bodentest genannt, aber ja. Ja, aber Vorwurf, wenn du sagst, eine Moon und eine Min muss, klappt beides, inklusive der Rückreise. Einfach mal probieren, wenn du. Ups. Wenn du dann mehr hackst. Okay, danke. Deploy. Oh, das sieht aber okay aus. Das ist okay. Weil da kann man dann weiterbauen. Die Dinger sind von der Höhe her so, dass was auch immer hier kommt, sich dann da. Also ich würde sagen, das passt richtig gut. Und das Schöne an so aufblasbaren Teilen, finde ich halt immer, ist, sie sind im Anflug erstmal sehr kompakt und sie wiegen meistens halt auch nicht die Hölle. Nee, das Deployen konnte ich gerade einfach so machen, hat mir nichts gekostet. Ich glaube, das ist aber auch mit den anderen Dingern, die ich unten an der Basis so habe, die Module, die Life Support machen, Habitation machen und so weiter, wenn ich die aufblase, das kostet immer eine ganze Menge Material Kits, aber so Lagerflächen. Ich habe ja auch diese. Wisst ihr, was ich meine auf der Minmus Base? Diese kleinen aufblasbaren Domes, in denen ich Ore und Liquid Fuel und so weiter speichere. Das funktioniert ja. Ohne die Dinger. So, okay. Dann sehr schön. Dann machen wir das doch genauso. Also erstmal ein Dome, dann ein Dings. Genau, ich würde jetzt auch nochmal testen, wie viel da eigentlich reinpasst. Ich hatte es leider noch auf Silikate eingestellt. Zack, zack. Hydrate. Lala. Bisschen noch. Da. Sehr schön, okay. Guck mal, das Gesamtteil, was wir hier jetzt gerade haben, wiegt nur 1,75 Tonnen. Das ist echt angenehm sexy.
Und wir sollten da hinten für schlechte Tage, wenn wir das mal erweitern wollen. Ich würde jetzt aber sagen, wenn wir die Raumstation jetzt so bauen, wird das hier hinten raus der Cargo-Trakt quasi. Da wird nichts weiteres gebaut mehr. Also keine Wohneinrichtungen oder sowas. Sondern das ist wirklich der Cargo-Trakt, an dem man jetzt immer weitere von diesen Tundra-Inflatables aufbauen kann. Oder falls wir was anderes Cooles, Aufblasbares bekommen, dann halt sowas. Und vielleicht irgendwann nochmal ein Modul, damit man sie verbinden kann, aber das war es dann auch schon. Und wir bauen die Raumstation mit ihren Erweiterungen dann hier an diesen Elementen weiter aus. So. Und zwar an dieser Stelle noch. Thema Octa-Core. Wo ist er? Habe ich erst den Hexacore? Nee, oder? Echt, ich habe erst den Hexacore. Das ist ein bisschen traurig, finde ich. Das ist tatsächlich sehr, sehr traurig. Aber es ist besser als nichts. Da können wir dann ein paar Experimente zumindest reinpacken. Scheint's. Da unten sind sie alle. Asteroid only experiment? Nope. Gorsat. Total light reflected from above can only be used from high orbit. Dude. Magnetometer, das ging überall, wenn mich nicht alles täuscht. Das schadet nicht. Ah, das. Ich brauche einen anderen Core. Unten links wäre der andere. Unten links vom Hexacore. Warum seht ihr immer Sachen, die ich nicht sehe? Hexacore. Wo ist er? Hexa. Hexacore? Ah, Octa-Core. Octo-Core. Na, Problem erkannt. Es ist kein Octa-Core, es ist ein Octo-Core. Vielen Dank für den Hinweis. Genau, der ist nämlich optisch das Richtige. So. Zack. Magnetometer. Ba-da-ba-ba. Mystery Goo kann man auch immer mal machen. Orbital Teleskop, wie der Name schon sagt, im Orbit durchaus beliebt. So, das ist halt alles, damit wir A, natürlich auch mal ein Experiment zwischendurch einschieben können. B, aber vor allen Dingen auch, um das Labor einmal initial zu befüllen. RWPS war... Not for use, surface deployment, nö, okay. Ja, Low und High Orbit. Okay, cool. So. Size Junior, auch gerne das. Und was haben wir hier noch? Soil Moisture Scanner. Gott. Used in Low Orbit. Okay, also ich hatte kurz mal den Verdacht, dass er vielleicht ja gar nicht eine tolle Idee wäre. So. So, und last but not least. Haben wir da noch einen Slot frei? Da könnten wir ja... Ups. Ein Science Bay dran vorbeiklicken. Verdammt. Schwupp. So. Dieses, jenes, welches. Dieses, jenes, welches. Was befüllen wir damit? Mal gucken, was es noch für schöne Experimente gibt, die man mitnehmen könnte, die klein und lustig sind. Pressmart Barometer ist auf jeden Fall sehr kompakt. Das könnte man da mal reinstopfen. Open Bay Doors, also. Pressmart Barometer. Check. So, was gibt's noch Schönes? RWPS-Antenne haben wir schon.
Multispektralsensoren. Sentinel Infrared Telescope. Uiuiuiui. Thermometer ist in dem Pressmark-Dings mit drin. Seismic Accelerator könnte man natürlich nehmen, aber das geht nur, wenn man einen Dings hat. Atmospheric Sounder. Atmospheric, Atmospheric, Explo, bla. Gamma-Ray-Spektrometer. From Orbit, as well as the warm and the middle by the interactions with the solar wind. Abgefahren. Wann habe ich das denn? Das ist gar nicht so klein. Ups. Ich guck mal, ob man das so dazwischen gedengelt bekommt, wenn man das zumacht, aber ich befürchte nicht. Naja, fast drin. Aber es sieht cool aus. Okay, aber es ist nicht dafür gedacht. Wir sollten es irgendwo anders dazwischen düdeln. Kommt, kleines Science-Experiment hat noch keinem geschadet. Wow, was gibt es nicht für cooles Zeug? Den Gamma Ray bla bla. Wir Gascon. Planetary Atmospheres. Oh, der Graf Max. Graviolis können wir auf jeden Fall mitnehmen. Gravioli geht immer. Liquid Chromatograph Massenspektrometer. Oceanic Data, okay. Nope. Microgoo. Use only in orbit. Multispektral Imaging Plattform. Mal gucken, wenn wir die dann noch dazwischen gequetscht bekommen, mit viel gutem Willen, haben wir, glaube ich, das Maximum rausgeholt. Aus diesem kleinen Baydoor. So, nach oben lasse ich das offen, weil da kommt jetzt eh was dazwischen. Stimmt, das Pressmat und Thermometer habe ich sogar als Kombipack mit dabei. Nicht dran gedacht, dass das da schon drin ist. Dann können wir das Pressmat tatsächlich noch gegen irgendwas austauschen. Ihr wollt einfach nicht, dass ich mit dem Bauen fertig werde. Zack. Das letzte Teil schaut aber nach unten. In die Station rein. Was? Ja, ach so, ja, aber das ist egal. Das funktioniert schon so. Wir können das natürlich gerne so aufbauen. Guck mal. Zack. Jetzt guckt es aus seinem Fensterchen raus. Glaube ich. Super, ne? Jetzt ist sogar total echte Wissenschaft. Mit funktional und so. Gut, ändert nichts daran, dass ich nichts mehr habe, was ich da in diese andere Dual-Technik. What ist das denn? Okay, das ist ein bisschen groß für das Loch. Was zur Hölle? Was es nicht alles gibt. Ich nehme das mal mit. Das sieht spannend aus. Okay, ich mache das jetzt zu. So. Sonst wären wir heute gar nicht mehr fertig. Ich kenne mich ja. Wir wollen ja auch noch die Raumstation erweitern. Wurde mir zugemunkelt. Gut, das hier war ja nur so eine Annahme-Übkonstruktion. Also, wir müssen das da andocken. Das heißt, es wäre gut, wenn was auch immer wir zum Andocken benutzen, nicht dort angebaut ist. Wie ihr sicherlich auch schon festgestellt habt. Das heißt, das hier wird unser... So. Minmus Base Hub. Nenne ich es jetzt einfach mal. Das trifft es, glaube ich, nämlich ganz gut. Und ich glaube, dann wird auch der optische Übergang, Thorsten, weil du das vorhin meintest, wenn wir von den weißen Teilen dann über das Schwarz-Weiße zu Grau kommen, wird das, glaube ich, noch ein bisschen mehr verwischen, dass das gar nicht so schlimm aussieht. Wo kommen die ganzen abgefahrenen Experimente her? Neo, ich habe keine Ahnung.
Ist mir noch nie aufgefallen, dass ich ein Gamma-Ray-Spektrometer habe. Ich weiß es nicht. Es ist einfach da.